Herzlich willkommen zu der Sendung von Augenarzt TV. In der heutigen Sendung geht es um die Behandlung von einfachen und häufigen Augenbeschwerden. Insgesamt sind darüber 3 Folgen geplant. Heute geht es um das Hagelkorn, später um die lidernde Entzündung und das trockene Auge. Das Hagelkorn ist eine häufige Entzündung in den Augenlidern, die fast jeder schon einmal gehabt hat. Es bildet sich eine Verhärtung im Ober- oder Unterlid, die man tasten kann und die ein Druckgefühl erzeugt. Dr. Falk, Augenarzt in Berlin-Wedding, ist heute zu Gast in unserem Fernsehstudio und wir möchten ihm zu dieser häufigen Entzündung einige Fragen stellen. Herzlich willkommen, Dr. Falk. Hallo, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ja, es gibt verschiedene Ursachen, die zu einem Hagelkorn führen können. Dazu zählen kalte Temperaturen, Luftzug und lange Computerarbeit, aber auch eine chronische Lidrandentzündung oder eine gewisse Veranlagung führen zum Hagelkorn. Wie kommt es nun zum Hagelkorn und was ist das genau? Wie könnte man sich das als Patient vorstellen? Das Hagelkorn entsteht durch einen Sekretstau in den Maibohmdrüsen. Dies sind Talgdrüsen, die sich senkrecht zur Lidkante nahe den Wimpern im Ober- und Unterlid befinden. Etwa 30 bis 40 solcher Drüsen hat jedes Auge. Sie produzieren Talgstoffe, also Fette für den Tränenfilm, der ja nicht nur aus Wasser und Elektrolyten, sondern auch aus Schleimstoffen und Fetten besteht. Die Fette oder auch Lipide genannt verhindern, dass der Tränenfilm zu schnell verdunstet. Aber wie entsteht nun so ein Hagelkorn? Was ist es genau? Ein Hagelkorn entsteht durch eine verstopfte Maibohmdrüse, deren Sekret sich in das Gewebe entleert hat und eine Fremdkörperreaktion ausgelöst hat. Das Auge versucht also, diese fehlgeleiteten Talgstoffe zu entsorgen. Sogenannte Fresszellen nehmen diese wachsartigen Fette auf, speichern sie und verhärten sich dadurch. Viele solcher Fresszellen zusammen bilden das Hagelkorn. Dr. Falk, ist das nun eine ernste Sache, so ein Hagelkorn? Nein, es ist eine eher lästige, aber harmlose Entzündung. Und es lässt sich sehr gut selbst behandeln, nämlich mit einer antiseptischen Salbe, Wärme und anschließend leichter Massage mit der Fingerkuppe. Könnten Sie das für unsere Zuschauer noch etwas genauer erklären? Wie soll man die Salbe einstreichen, und wie lange soll die Wärme angewendet werden? Eine Salbe für Hagelkörner kann man ohne Rezept in der Apotheke kaufen, zum Beispiel Pusiformin Augensalbe. Als Wärmequelle empfehle ich eine Infrarotlampe, auch Rotlicht genannt. Diese gibt es etwa in Drogerien für 8 bis 10 Euro, man kann sie auch für Schulterverspannungen und andere orthopädische Beschwerden benutzen. Man setzt sich also auf einen Stuhl vor einen Tisch, auf dem die Rotlichtlampe in etwa 50 cm steht. 2 cm Salbe wird nun in den unteren Bindehautsack eingestrichen. Die Rotlichtlampe wird für 8 bis 10 Minuten angeschaltet. Die Augen sind dabei geschlossen. Nun lässt man die Augen wie in der Sonne aufwärmen. Warum braucht man eigentlich die Wärme? Die Talgstoffe sind hart wie Wachs und haben einen Schmelzpunkt bei 45 Grad. Ja, jetzt verstehe ich. Daher also löst sich das Hagelkorn nur bei Wärme auf. Und wie soll man dann noch eine Massage des Hagelkorns durchführen? Man massiert nach der Aufwärmung das Hagelkorn mit der Fingerkuppe, zum Beispiel mit dem Zeigefinger. Damit hält es noch schneller ab. Die ganze Prozedur sollte 3-mal am Tag durchgeführt werden. Nach 7 bis 10 Tagen bildet sich das Hagelkorn meist zurück oder schrumpft zu einem kleinen Rest, der nach einigen Wochen von allein verschwindet. Was kann man tun, wenn es sich nicht zurückbildet? Wenn sich das Hagelkorn nicht zurückbildet oder es zu groß ist, muss man es chirurgisch in örtlicher Betäubung ausschneiden. Da es sich um einen nicht unbedingt notwendigen Eingriff handelt, muss die Entfernung jedoch meist privat bezahlt werden. Vielen Dank, Dr. Falk, für Ihre ausführliche Erklärung. Auf Wiedersehen. Vielen Dank auch Ihnen und auf Wiedersehen. In der nächsten Folge wollen wir Sie über die Behandlung der lidernden Entzündung informieren. Auf Wiedersehen.